We are back. Okay. Wir machen jetzt endlich weiter mit Aldaria in dem Era. Ja, wir sind jetzt gerade in unser Zimmer gegangen, um uns umzuziehen für die Hochzeit. Anscheinend, sie soll ja anscheinend noch nicht sein, aber wir sollen uns trotzdem schon mal umziehen. Ich meine, warum nicht? Jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, bin ich ein wenig überrascht und enttäuscht, dass Giovanni dort nicht auf mich wartet. Ah, ich habe leider nicht die Zeit, ihn überall zu suchen. Aber ich frage mich trotzdem, wo er abgeblieben ist. Ich hoffe zumindest, dass es ihm gut geht, dass er Spaß hat. Er ist nicht zu mir gekommen, als ich draußen war. Das scheint mir eher ein positives Zeichen zu sein. Es bedeutet, dass er auch alleine zurechtkommt. Ich setze mich auf mein Bett und lasse mich nach hinten fallen. Ich habe wahrscheinlich noch Zeit, mich kurz auszuruhen. Natürlich, sie verpennt dann einfach gleich den ganzen Tag. Und dann kommt eine wütende Karin auf uns zu. Ich sehe es schon kommen. Der Rest des Tages verspricht, ziemlich anstrengend zu werden. Plötzlich legt sich ein schwarzer Schleier über meine Augen. Sehen wir was? Also, Hellseher, you know? Dabei habe ich sie gar nicht geschlossen und scheine zu stehlen. Was ist los? Habe ich einen Schwächeanfall? Es fühlt sich nicht so an. Ich lege meine Hand auf den Knauf von Valkia. Ach Gott, nicht schon wieder du. Ah, why? Lass mich doch einfach in Ruhe leben. Du hast keinen Grund, dich zu fürchten, Kind der zwei Welten. Nee, nee, geh mal aus dem Licht. Es gibt jedenfalls keinen Grund, sich vor mir zu fürchten. Ich fürchte mich nicht wirklich vor dir, sondern von dem, was du von dir gibst. Was ist los? Wo bin ich? Du bist in deinem Zimmer. Dir kann nichts passieren. Ich will ihr glauben. Sie hat mir nie etwas getan. Ich habe dich gar nicht gesehen und dich nicht kommen gespürt. Ich bin nicht da, nicht körperlich. Deine Kraft wächst. Deine Verbindung zu mir wird immer stärker, Auserwählte des Orakels. Das ist ja vermutlich etwas Positives. Ich habe etwas gesehen. Etwas, das ich dir gerne zeigen würde. Oh oh. Muss ich's mir sehen? Muss ich's mir angucken? Bitte? Muss ich? Muss ich nicht, oder? Die Kleine kommt auf mich zu und legt mir die Hand auf die Stirn. Natürlich muss ich das. Wir machen einen auf Avatar. Der Wald von Eel war verschwunden. An seiner Stelle war ein schwarzes Loch, ein klaffender Abgrund ins Nichts getreten. Oh. The Drama. Die daneben gelegene Stadt drohte ebenfalls verschluckt zu werden. Die Straßen waren verlassen. Niemand lebte dort. Der Turm stand kurz vor dem Zusammenbruch. Natürlich. Wenn der Kristall verschwinden würde, würde alles verschwinden. Es wäre nichts mehr übrig. Mehrere Reihen von Personen rückten auf den Abgrund zu. Tausende Fairies, die Eldaria und ihr Zuhause verließen. Eine nach der anderen trat in den Spalt und betete mit geschlossenen Augen zum Orakel, dass sie die Reise überleben möge. Oh Gott, ich hab doch gesagt, früher oder später... Ah. Früher oder später sind wir alle auf der Erde, also werden wir alle durchgesogen durch diese Spalte da, die sich gebildet hat, weil Eldaria und die Erde sich überschneiden. Früher oder später wird alles wirklich so ineinander gesogen. Ja, so müssen sie hoffen, dass sie die Reise überstehen. Ja. Doch da war noch jemand, ganz in der Nähe des Spalts. Jemand, der sein Bestes gab, um den strömenden Fluss von Mana einzudämmen, der daraus entwich, lief dann aus. Ihr Gestalt war von einem gleißenden Licht umgeben und schien eine unglaubliche Kraft auszuschweinen. Wir, sagt bloß, wissen wir. War ich das? Ich konnte mich nicht nähern, ich konnte es nicht erkennen. Wohin flohen sie? Auf die Erde? Vielleicht könnte ich ihnen dabei helfen. Bist du crazy? Spätestens auf der anderen Seite würden sie zweifelsohne meine Hilfe benötigen, Girl. Immer weiter strömten die Reihen von Fairies auf die Passage zu. Als alle sie durchschritten hatten, trat auch die Person hindurch, die sie offen gehalten hatte. Ein Moment später verschwand die Stadt, dann die Klippe und das Meer. Und dann nichts, es war nichts mehr übrig, nichts war überhaupt jemals da gewesen. Es ist das Kind beider Welten. Das ist, was ich gesehen habe. Es ist, alles ist verloren, nicht wahr? Müssen wir fort von hier? Müssen wir zur Erde reisen? Ich muss es den anderen sagen. Du bist nicht diejenige, der sie dorthin bringen wird. Aber du wirst über ihr Schicksal entscheiden. Entscheide richtig, Auserwählte des Orakels. Das ist so creepy. Ich werde mein Bestes tun, Ophelia. Und mit einem einzigen Atemzug ist die Kleine auch schon verschwunden. Ich schlag die Augen auf. Wo war ich gerade? Habe ich mein Zimmer verlassen? Das Gefühl ist ganz anders, als wenn ich aus einem Traum erwache.
Es ist eher so, als wäre ich an einen anderen Ort transportiert worden. Wie viel Zeit ist vergangen? Womöglich bin ich bereits zu spät. Das Gefühl von Realität, das mich ergriffen hat, als ich die Vision hatte, lässt bereits nach. Mein Herz schlägt wieder in einem normalen Rhythmus. Ich bin nicht länger in Panik. Das war wirklich merkwürdig. Ich muss mit Huang Hua darüber sprechen. Ich werde versuchen, während der Hochzeit einen geeigneten Zeitpunkt zu finden. Ich nehme meine Schwester für einen Tag gleich von der Stelle, an der ich gestern abgelegt habe. Beim Umziehen lasse ich mir viel Zeit, um so vorzeigbar wie möglich auszusehen. Als ich mich im Wasser des Beckens betrachte, muss ich zugeben, dass Bori recht hatte. Dieses Kleid steht mir ausgezeichnet. Wunderbar. Appennello. Ich habe sehr gut daran getan, den Vorschlag von Karin und Brom anzunehmen. Tja, jetzt muss ich nur noch die Brautleute in die Finger bekommen. Ich hoffe, da gibt es keinen Ärger. Er soll ja das Kleid nicht sehen. Sorry, I'm so sorry. Oh Gott, es tut mir so leid. Oh mein Gott, das sieht wirklich aus wie so ein Prinz. Oh. Ich find's voll knuffig. Ich bin so glücklich für sie. Karen und Chrome stehen beide neben dem zentralen Pavillon. Sie sehen leicht besorgt aus. Bin ich zu spät? Simona, wir waren kurz davor, uns Sorgen zu machen. Bin ich spät? Es tut mir leid. Ich hatte eine. Alles gut. Ich habe alles im Griff. Ich bin da. Wir können mit der Feier beginnen. Kurz davor, da bin ich ja noch nicht zu spät. Bin ich zu spät? Es tut mir leid. Ich hatte eine. Nein, du bist genau pünktlich. Kein Problem. Ja, wenn man nervös ist, dann möchte man lieber, dass alle früher kommen. Ja. Was man nicht von allen behaupten kann. Ist euer Bruder für einen Tag noch nicht da? Nein, wer weiß, was er schon wieder treibt. Oh. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee war, Navra zu fallen. Dürfen wir uns Navra krallen? Also, dass wir ihn hierher schleifen? Das hätte ich dir gleich sagen können. Hallo. Ja, das habe ich auch gesagt, als wir mit Cori darüber gesprochen haben. Im Moment, ihr habt mit Cori darüber gesprochen. Wir sprechen über alles Mögliche mit Cori. Wie auch immer, er ist jedenfalls nicht da und wird vermutlich zu spät kommen. Ich bin sicher, er ist gleich da, keine Panik. Ich weiß, es ist nur, ich meine, wir sind ein bisschen gestresst, das ist doch normal. Natürlich, wirklich, es tut mir leid, aber ich bin hier. Dieses Outfit steht dir übrigens ausgezeichnet. Was das angeht, bereue ich meine Wahl absolut nicht. Dieses Kleid ist wirklich wunderschön, so by the way. Wisst ihr was? For you. Sehe ich das auch mal schön noch an? Da, so wunderschön in all its glory. This thing is beautiful. Ich habe ihr einfach diese langen Haare gegeben. Hab's eher vom Event stibitzt. Okay, also ja, ich glaub dir. Es ist ein wunderschönes Kleid. Und es ähnelt auch ihrem Hochzeitskleid. Unsere Wahl. Ich öffne nicht. Du siehst wunderschön aus, Simona. Dankeschön. Aber bist du sicher, dass du es vor ihr sagen solltest? Sag mal, wir sind noch nicht mehr verheiratet und du starrst schon andere Frauen an. That's funny. Beide brechen in scheines Gelächter aus. Ich stimme mit ein. Aber sag mal, Chrome, solltest du Karens Kleid nicht eigentlich erst bei der Trauung sehen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Warum? Passiert sonst irgendwas? Nein, gar nichts. Das ist einfach eine Tradition auf der Erde. Ich hätte gedacht, dass sie durch das Volk der Bergkämmer auch zu euch gelangt ist. Anscheinend nicht. Das ist eine seltsame Tradition, oder? Das ist ziemlich unpraktisch. In der Tat. Aber sind nicht alle Traditionen irgendwie seltsam? Wenn diese Dinge logisch wären, würde man sie nicht als Tradition bezeichnen. Da hast du nicht Unrecht. Und was passiert jetzt theoretisch, nachdem ich Karin in ihrem Kleid gesehen habe? Nichts Bestimmtes, es soll nur Unglück bringen. Was hat uns im Moment gerade noch gefehlt? Karin! Ich weiß nicht, wie viele Leute ihre Verlobte in den letzten Monaten vor der Hochzeit im Hochzeitskleid gesehen haben, aber meiner Meinung nach waren das viele. Komisch, sonderlich gestresst kommt ihr mir gar nicht vor. Wir sind etwas angespannt und wollen gut, dass alles gut läuft. Aber eigentlich kann nichts wirklich daneben gehen. Es ist keine Prüfung. Stimmt, wobei es in letzter Zeit so einige unvorhergesehene Katastrophen. Ja, schon klar.
Aber es geht darum, dass wir keinen Grund haben, mir geliebt fest zu sein, das meine ich. Aber ich das natürlich alles in der Annahme sorge, dass der Bruder auf einen Tag rechtzeitig eintrifft und die Zeremonie stattfindet. Findet denn... Ah, oh, na brav! I was about to say, ich wollte gerade los, deinem Navrat zu holen und ihn bei den Haaren hierher zu schleifen. Ihr Bruder vor einem Tag ist eingetroffen, die Zeremonie findet statt. Ah, Iconic Navra, immer mit seinen iconicen Auftreten. Ich drehe mich zu Navra um. Offensichtlich wird den Brüdern vor einem Tag keine besondere Kleidung zugestanden. Oder er hat sie nicht getragen. Seinem Gesicht nach zu urteilen, gibt er sein Bestes, um seine Gefühle zu verbergen. Oh, Nevra. Ja, es ist schon irgendwie emotionell, seine kleine Schwester zur Heirat so an den Freund abzugeben. Das knuffig, aber ich finde es voll süß. Ja, doch, Zeit. Es sind schon alle versammelt. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Wir hätten ja eh warten müssen, bis alle einen Platz gefunden haben, Sir. Weißt du was? Ich streite nicht mit dir. Es ist meine Hochzeit. Ein Tag des Friedens und der Freude. Ich werde dir diese Genugtuung nicht geben. Es tut mir leid, wirklich. Ich habe keine Entschuldigung. Aber ich bin jetzt hier. Oh. Navra macht einen Schritt auf Karen zu und breitet die Arme. Oh. Sorry. Oh, wie süß. Beim Schenk mir eine Umarmung, dann führe ich dich zum Altar, ohne ein Wort zu sagen. Oh Mann, du machst mich doch wahnsinnig. Ich kann dir nicht mal böse sein. Wir können mit Navra nicht böse sein, da ist viel zu knuffig dafür. Sie fällt ihn um den Hals und drückt ihn fest an sich. Same. Ich bin froh, dass du mein Bruder vor einem Tag bist. Oh. Und ich bin froh, dass ich jeden Tag dein Bruder bin. Oh, Navra. Jetzt reicht es aber. Ich werde nicht weinen, bevor es überhaupt losgeht. Wenn ihr bereit seid, ich glaube, man wartet nur noch auf uns. Er hält mir seinen Arm hin und ich hake mich bei ihm unter. Bei wem? Bei Chrome. Da wären wir. Jetzt müssen wir noch zum Altar laufen. Wow. Okay. Nee, das sieht eigentlich voll knuffig aus. Oh mein Gott, seht euch dieses. Mein Gott, seht euch das an. Seht euch das an. Mit feierlichen Schritten steuern wir auf das Erdloch zu. Der Baum, der es überragt, wurde passend zum Anlass geschmückt. Alle Wächterinnen und Wächter sitzen auf großen Kissen und drehen sich bei unserer Ankunft zu uns um. Feng Zifu, der zwischen der ersten Reihe und dem Altarposition bezogen hat, beginnt auf seiner Galisander zu spielen. Ich bin sehr froh, dass ausnahmsweise nicht alle Blicke auf mich gerichtet sind. Stattdessen starren alle Karen an, die an Nevras Arm durch den zwischen den Kissen angelegten Gang schreitet. Oh ja, wir haben Chromes Arm genommen, okay. Chrome und ich warten brav, bis sie den Altar erreichten, wo Adarix sie bereits erwartet. Na, oh, das ist so cute. Ich bin gerade voll emotionell. Oh, ich werde nicht heulen. Vergesst es, ich werde nicht heulen. Als sie vorne ankommen, lässt Karin den Arm ihres Bruders los. Nee, nee, okay. Der hält Adarix vorsichtig die Hand hin, worauf er einen Kuss darauf drückt. Das Publikum applaudiert lautstark. Ich nehme mal an, dass es sich um eine Tradition handelt. Karen macht eine anmutige Verbeugung und löst damit einen zweiten Applaus aus. Darin wenden sich alle zu uns um. Mit einem Schritt, von dem ich hoffe, dass er so würdevoll wie möglich wirkt, laufen der Werwolf und ich nach vorne. Als ich an der Reihe vorbeikomme, in der Chori sitzt, glaube ich, einen Anflug von Eifersucht in ihrem Blick zu erkennen. Das Kleid ist beautiful. Sie kann sagen, was sie will. Ich glaube, sie hätte mein Kleid doch ganz gern selbst zu tragen. Oh, alle Emotion. Oh nein, guck mal, emotional. Sie hat Tears. Sie hat Tränen. Huang Hua, Evelyn, Jamon und Caruso sitzen nebeneinander. In ihren Augen schimmern Tränen. Oh, echt? Leute, nee. Too emotional. Huang Chu und Leifton lächeln höflich, wirken aber nicht über die Maßen berührt. Aha. Der Engel hat seine Gefühle wie immer unter Kontrolle. Don't try to hide from me. Und Feng Guang ist, soweit ich weiß, von Natur aus nicht besonders romantisch veranlagt. Oh.
Matthew eiskalt mit dem Lush. Eine Reihe dahinter versucht Matthew, sich zwischen Lance und Cameria möglichst unauffällig zu verhalten. Matthew, don't be so like that. Ich für meinen Teil spüre, wie die Emotionen mich langsam übermannen. Der Moment hat wirklich etwas Bewegendes an sich. Zu sehen, dass sich die ganze Garde für die Hochzeit zweier Mitglieder versammelt hat, zweier Wächter, die die meisten von uns seit dem Jugendalter kennen. Behalte einen kühlen Kopf, Simona. Es kommt nicht in Frage, dass du schon im Gang mit den Minern fingst, Batzo. Als Chroma nicht den Alter erreichen, lässt er meinen Arm los. Er reicht seinerseits Adaric die Hand zum Kuss. Dann ist das immerhin keine sexistische. Das Publikum applaudiert Chrom, der mit einer Verbeugung antwortet. Mein Blick begegnet dem von Maora, die in der ersten Reihe sitzt. Ich hatte sie gar nicht bemerkt. Sie schenkt mir ein verhaltenes, schüchternes Lächeln. Ich erwidere es, wenn auch ohne große Überzeugung. Es dauert eine ganze Weile, bis der Beifall verstummt. Dann wendet sich Chrom Karin zu. Sie sehen einander tief in die Augen. Oh mein Gott, bitte. Don't make me cry. Ich bin sicher, dass Chrom etwas Romantisches zu sagen wird. Also, etwas sehr Bewegendes. Sie lächeln breit, aber das kaum merkliche Zittern ihrer Lippen verrät ihre Aufregung. Das Publikum hält den Atem an. Wing Sifo hat aufgehört zu spielen. Der Moment findet in vollkommener Stille statt. Die Stille zieht sich und zieht sich. Plötzlich läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ist es etwa meine Aufgabe, etwas zu tun? Hätte ich eine Rede vorbereiten sollen? Doric, ich bin keine Spekte, aber ich glaube nun, seid ihr an der Reihe. Ich kann gerade noch ein Seufzer der Erleichterung zurückhalten. Oh. Ach so. Danke, guter Mann. Gut, dass ihr hier seid. Oh, Doric. Ein zweiter Lissandra. Chrom verdreht die Augen. Karin verkneift sich ein Lachen und Adaric räuspert sich. Liebe Wächterinnen und Wächter, liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Eel, der heutige Tag ist ein großer und schöner Anlass zur Freude. Heute feiern wir das mächtigste aller Geschenke, die Liebe. Ach ja, die Liebe. Doric, ist es nicht die Liebe, die uns so oft trägt und erbaut? Oh Gott, die ist es, für die so viele von euch hier leben und kämpfen. Diejenigen, die sie haben, setzen alles daran, sie zu bewahren. So viel Gedichte, so viel hochtrabende Reden wurden über sie verfasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf ich hinaus will. Doch sobald wir darüber sprechen, entzieht sie sich unserem Verständnis. Wir können sie zwar spüren, doch weder erklären noch genau beschreiben. Darin ähnelt sie dem Gefühl des Schwindels und von dem Sü Geschmack von süßen Eiern. Sir! Habe ich was anderes von Adaric erwartet? Nein, habe ich nicht. Ich bin doch nur ehrlich. Sie ist wie die Sterne, wunderschön, doch unmöglich zu fassen, universell, aber gleichzeitig intim. Vor allem aber ist sie wie die Zukunft. Man sieht sie, wartet auf sie, hofft auf sie oder fürchtet sich vor ihr. Nur auf eines können wir vertrauen, dass sie kommen wird. Oh, fast unwillkürlich suche ich mit den Augen nach Lance. Oh oh, oh oh. Ich hab doch gesagt, wir werden heiraten in Eldoria Nuera. Oh Gott. Unsere Blicke treffen sich für den Bruchteil einer Sekunde. Und wenn wir heute die Liebe vor unseren Augen erscheint, dann ist sie absolut. Danke schön, dass du mir gesagt hast, dass er mein Seelenverwandter ist, aber wusste ich schon. Dann musst du ab. Niemand kann sie leugnen. Sie drängt sich uns auf. Sie ist da. Den letzten Satz spricht er in einem schulmeisterlichen Ton und verstummt dann. Ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was er meint. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles begriffen habe, aber kam zu einer Art von Schlussfolgerung. Das Publikum applaudiert erneut. Ich stimme mit ein. Ich halte mich einfach an der Frau. Offensichtlich hat es den anderen auch gut gefallen. Nun, Karin Chrom, ich weiß nicht, ob ihr ebenfalls etwas sagen wollt. Doch, ich würde Chrom gerne ein paar Worte sagen. Oh mein Gott, oh Gott. Jetzt geht's los. Karin blickt etwas eingeschüchtert ins Publikum. Ja, überhaupt nicht ins Publikum schauen. Ich würde nur noch mehr einen Tritt in die Magengrube bekommen. Ja, nee. Es sieht ihr gar nicht ähnlich, schüchtern zu sein. Andererseits hat sie sicherlich noch nie vor so vielen Menschen über ihre Gefühle reden müssen. Ich habe sozusagen etwas vorbereitet. Oh nein, how cute, Karin! Chrom nimmt Karins Hände in die seinen und schenkt ihr ein aufmunterndes Lächeln.
Als wir ankündigten, dass wir heiraten würden, wussten wir nicht, ob es überhaupt möglich sein würde. Wir wussten nicht, ob wir die Zeit dafür haben würden bei allem, was gerade los ist. Und ich kann nicht ausdrücken, wie froh ich bin, dass wir sie gefunden haben. Wenn morgen alles den Bach runtergeht, dann ist das eben so. Aber wenigstens werde ich dich geheiratet haben, und das ist das Wichtigste, was ich je in meinem Leben tun werde, was auch passiert. Crow hat doch gestern genau das gleiche gesagt, also im letzten Part. Vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich das eines Tages sagen würde. Aber in den 7 Jahren, die wir zusammen sind, hat sich mein Leben verändert. Es hat sich zum Besseren verändert, und das verdanke ich dir. Ich habe das Gefühl, dass ich eine bessere Version von mir selbst geworden bin, und das ist wahre Liebe. Wenn dein Partner dich zu einer besseren Person macht. An deiner Seite aufzuwachsen war ein unglaubliches Glück. Nicht, weil ich ohne dich alleine aufgewachsen wäre. Oranguá, Eve, Nev, ich sag nicht, dass ihr mich geholfen, mich nicht angeleitet habt. Die beiden Frauen schenken ihr ein warmherziges Lächeln. Aber dich bei mir zu haben, Prom, zu wissen, dass du immer auf meiner Seite sein würdest, egal was passiert, das hat mir sehr viel Selbstvertrauen und Zuversicht gegeben. Und vor allem all die Jahre des Friedens, in denen ich mich nutzlos hätte fühlen können. Ich kann vor allem gut kämpfen, 1000 andere Talente habe ich nicht. Aber du hast mir das Gefühl gegeben, wichtig zu sein, Crom. Oh, das ist so cute. Als ich an mir und meinem Platz hier zweifelte, hast du mir das Gefühl gegeben, gebraucht und begehrt zu werden. Und was vielleicht am wichtigsten ist, du hast mich zum Lachen gebracht. Wow. Du hast mich zum Lachen gebracht, wenn es gut lief, wenn es schlecht lief, wenn ich mich hätte langweilen können. Du hast mich erkennen lassen, dass ich lieber mit dir lache, als mit jemand anderem zu streiten. Heute wäre es mir 1000 Mal lieber, es gäbe keine Kämpfe mehr. Ich hätte lieber 100 Jahre Frieden mit dir, in dem wir über alles und jeden Witze machen. Ich würde sogar ein Verhängeschloss an der dicken Pferde anbringen, nur um noch länger mit dir lachen zu können. Wow, ich unterdrücke keinen überraschten Schluck auf. Wow, sie muss ja wirklich sehr verliebt sein. Das wissen wir aber auch, solange wie die zusammen sind, verlobt. Chrome lacht zu Tränen gerührt. Karin stößt ein leises Glucksen aus, das eher wie ein Schluchzen klingt. Oh, Honey. Nora gibt sein Bestes, um seine Emotionen zu verbergen. Er beißt sich auf die Lippe und blinzelt offen an Nora. Kann ich ihm die Hand geben, um ihm zu sagen, ja, same? Ich hingegen habe jede Hoffnung aufgegeben, vorzeigbar zu bleiben. Ich heule mir die Augen aus dem. Ich bin offenbar die Einzige, die sich hier zu Tode langweilt. Girl, what you mean? Auch ich blinzle mehrmals hintereinander, bleib konzentriert, alle sehen dich. You know what? Ich heule. Doric wischt sich eine Träne von der Wange und wendet sich dann an Chrom. Danke, Karin, das war sehr gut, Chrom. Wollt ihr auch noch etwas hinzufügen? Ich glaube, er muss sich erst Tränen aus dem Gesicht wischen. Karin, du hast schon viel gesagt und ich kann dir nur in allen Punkten zustimmen. Ich will nicht in die Vergangenheit blicken oder bloß nicht auf Lance oder Liften schauen. Solche Gelegenheiten eignen sich für gewöhnlich gut, um Bilanz zu ziehen. Aber nach allem, was du gesagt hast und was Adaric von dir gesagt hat, da habe ich eigentlich keine Lust, dir zu erklären, warum ich dich liebe. Alles, was du mir gibst, alles, was wir zusammen durchgestanden haben, all das weißt du ja längst. Ich möchte dir vielmehr ein Versprechen geben, vor allem unseren Freunden und unseren Geschwistern für einen Tag. Oh. Gerade von ihr selbst, du sollst bezeugen. Ich gebe dir das feierliche Versprechen, dass ich, egal was die Zukunft bringt, immer alles tun werde, was ich kann. Seine Stimme erstickt vor Rührung, er räuspert sich. Verzeihung, alles tun werde, damit du dich nie verlassen fühlst. Wow. Prom, you're a real one. Damit du immer jemanden hast, an den du dich wenden kannst. Damit du immer eine Schulter zum Anlehnen hast. Ich verspreche, dass ich mein Bestes tun werde, damit du dich stark fühlst. I am gonna die. Damit du dich unterstützt und bewundert fühlst. Weil ich dich bewundere und dich unterstütze und immer unterstützen werde. Und natürlich vor allem verspreche ich, dass ich immer versuchen werde, dich zum Lachen zu bringen. Ich liebe diesen Kerl. Nicht hier und jetzt, denn der Moment ist feierlich und so. Karens Augen lachen allerdings schon. Aber in Zukunft, in guten und in schlechten Zeiten. Ich weiß nicht, wie lange und unter welchen Bedingungen wir leben werden.
Aber ich befürchte, dass du immer jemanden in deiner Nähe haben wirst, der dich zum Lachen bringt. Oh, Karin wirft sich in seine Arme und sie halten einander fest. Na? Navra muss doch tatsächlich den Blick abwenden, um nicht vor allem zu weinen. Bei mir ist es zu spät. Doric ist von Chromes Rede sichtlich gerührt. Take the notes, ladies and gentlemen. Das ist wahre Liebe. Und auch das Publikum ist von der Ansprache überwältigt. Ich weine schon längst nicht mehr. Ich beflüssige mich. Ich habe mich da besser im Griff. Karens Worte gingen mir näher. Ich verflüssige. Was? Ich weine schon längst nicht mehr. Ich verflüssige. Ah! Als in noch schlimmer. Okay, ich heule. Ich habe alle Mühe, mein Schluchzen zu unterdrücken. Wir heulen einfach die ganze Zeit. Ich meine, why not? Nun gut, dann, wenn ich richtig informiert bin, ist das der Moment, in dem ich. Ach ja, richtig. Karin, Chrome, wenn ihr euch kurz trennen würdet. Sie gehorchen und entfernen sich einen Schritt voneinander. Dabei sehen sie einander unverwandt mit feuchten, glänzenden Augen an. Sehr gut, danke. Also dann, ihr könnt euch nun küssen. Wunderbar, ich wende mich dem Brautpaar zu. Doris, jedoch mit skeptischem Blick. Wieder einmal verstehe ich nicht, warum. Als Schwester für einen Tag hätte ich mich vielleicht ein wenig über den Ablauf der Zeremonie informieren sollen. Entschuldigung, wolltet ihr auch etwas sagen, Nora? Nein, das ist es nicht. Ich habe nichts vorbereitet. Und ich nehme an, Simon wahrscheinlich auch nicht. Ich schüttle etwas beschämt den Kopf. Es hat mich ja auch niemand darum gebeten. Haltet ihr es nicht für sinnvoller, mit dem Tausch der Opfergaben zu beginnen? Opfergaben! Meint ihr ja? Sollen wir es lieber in dieser Reihenfolge tun? Aus den Mienen der anderen würde ich schließen, dass es in der Regel tatsächlich in dieser Reihenfolge geschieht. Ein leises Murmeln geht durch das Publikum. We don't know anything about anything. Ja, wir würden es lieber in dieser Reihenfolge tun. Sehr wohl, dann wir werden nun die Gaben austauschen. Erneut wird laut geklatscht. Das gefällt mir. Es sorgt für eine fröhliche Stimmung. Andererseits habe ich keine Ahnung, was es mit diesem Austausch von Opfergaben auf sich hat. Ich hoffe, ich sollte nichts mitbringen. Chrome geht vor Karin auf die Knie. Sorry. Es sieht so aus, als würde er ihr einen Heiratsantrag machen. Er neigt ergeben seinen Kopf vor ihr. Karin von Jagut, Schattenwächterin, ich biete mich dir vorbehaltlos an. Wow! Lance, take the notes, das musst du zeigen. Nicht auf. Das ist deren Moment. Wenn du mich zum Mann haben willst, weil ich dich zur Frau nehme, ohne Bedingungen. Ob werde ich dich zur Frau nehmen, ohne Bedingungen? Karin beugt sich langsam zu ihm hinab und küsst seine Stirn, als er den Kopf wieder aufrichtet. Sie reicht ihm die Hand, um ihn auf die Beine zu helfen, und kniet dann ebenfalls vor ihm nieder. I'm weak! Raum von Ehe. Anführer der Schattengarde, ich bete mich dir vorbehaltlos an. Wenn du mich zur Frau willst, will ich dich zum Mann nehmen, ohne Bedingungen. Chrome küsst seinerseits ihre Stirn und hilft ihr aufzustehen. Ich will dich als meine Frau, Karin. Oh! Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Und ich will dich als meinen Mann, Chrome. In diesem Fall seid ihr nun Mann und Frau, Kinder. Ihr könnt euch küssen, um eure Verbindung zu besiegen. Um eure Verbindung zu besiegen! Er sucht mit seinem Blick meine Zustimmung. Ich zucke mit den Schultern. Da kann ich ihm leider nicht helfen. Aber da Karan und Chromes Kuss in einem tosenden Applaus der Menge resultiert, gehe ich mal davon aus, dass seine Aufforderung richtig war. Ich wünschte, der Kuss würde nicht so bedeuten, dass es nur ein Kuss sein könnte zwischen Verliebenden. Stattdessen ist es eher ein Versprechen, das trotz des Weltuntergangs besiegelt wurde. Schließlich lösen sich die beiden Lovigis voneinander und wenden sich dem Publikum zu. Sich weiterhin bei den Händen verhalten, verneigen sie sich tief unter einen weiteren Applaus. Fürs Musik ertönt erneut, alle stehen auf. Jeder nimmt sein Kissen und legt es an der Seite ab, um in der Mitte Platz zu machen. Doric, ich denke, ihr solltet die Segnung ankündigen. Ihr seht nun. Nun, wenn ihr meint, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, meine Lieben, es scheint, als sei die Zeit für die Orakelsegnung gekommen. Ich suche Nevras Blick. Was ist das nun schon wieder? Macht ihr keine Sorgen, hört sich einfach um mich. Ich hatte nie etwas anderes vor, Nevra. Karin und Chrome drehen sich zu Nevra um und knicksen vor ihm. Ich muss mir Nevras Formulierung gut merken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, da brauche ich jetzt ein Motorrad dafür.
Wir wollen hier alles richtig machen. Möge das Orakel euch seinen Segen gewähren, Karin von Jakut und Wurm von Eel. Das Brautpaar wendet sich an mich. Ich wusste es, let's go! Möge das Orakel euch beistehen, wenn die Dinge Möge eure Ehe unter den besten Vorzeichen stehen. Karin von Jakut, möge das Orakel euch seinen Segen gewähren. Karin von Jakut und Chrome von Eel. Sie richten sich betont feierlich auf. Chrome lässt es sich jedoch nicht nehmen, ihr zuzuzwinkern. Thank you. Das Paar dreht sich zum Publikum um und entfernt sich vom Altar. Sie treten an Huang Hua heran, die ihnen ebenfalls ihren Segen gibt. Dann Evelyn, werden sie das mit allen machen? Oh, wie wunderbar. Jeder soll sich die Zeit nehmen, sie einzeln unter den Schutz des Orakels zu stellen. Schon wieder steigen wir Tränen in die Augen. Schon die ganze Zeit schon. Zu sehen, wie all diese Leute Schlange standen, um Karin und Pum ihren Segen zu geben zu dürfen, war unglaublich berührend. Berries der Arten und Altersklassen. Ah, Berries aller Arten und Altersklassen. Es war wirklich ein intensiver Augenblick. Maora war die Letzte, die ihren Segen gewährte. Da ich die Tradition nicht kannte, konnte ich nicht sagen, ob es eine besondere Ehe war oder einfach der normale Verlauf des Rituals. Nun, ich denke, ich werde hier nicht länger gebracht. Eigentlich nicht. Aber wollt ihr uns etwa schon verlassen? Oh nein, ich hatte nur vor, näher ans Buffet zu gehen. Adarik, I relate. Ich denke, es wäre anständiger, auf den ersten Tanz des Brautpaars zu warten. Warte. Meint ihr? Nun, ich werde mich eurer Meinung anschließen. Mir ist aufgefallen, dass ihr oft gute Ratschläge erteilt. Oh. Nevra nimmt das Kompliment mit einem kleinen Lächeln entgegen, ehe er sich seiner Schwester und seinem Schwager zu... Es tut mir so leid. Die beiden Liebenden sehen einander in die Augen. Die Musik von Fing Sipo ist plötzlich eine andere. Er spielt nun in einem langsam wiegenden Rhythmus. Chrome legt seine Hüften auf Karens Hüfte. Sie schlingt ihre Arme um seinen Nacken. Oh. Und dann tanzen sie beide inmitten des begeisterten Publikums. Während sie einander umkreisen, blicken sie sich unverwandt in die Augen. Nach einer Minute gesellt sich Huang Hua und Evelyn zu ihnen auf die Tanzfläche. Let's go. Ich nehme meine Bewegung direkt neben mir wahr. My soulmate? Theoretisch sind wir jetzt an der Reihe. Wir beide? Oh. Hin? Theoretisch sind wir jetzt an der Reihe. Was meinst du? Du und ich zusammen? Nein, du mit dem Partner deiner Wahl und ich mit der Partnerin meiner Wahl. Ich war so frei, Lance. Was? Also, Nora. Deine Route, sie kommt schon. Ich hab schon angefangen aufzunehmen. Der Drache erscheint neben mir und hält mir die Hand hin. How's it going? Ich ergreife sie und wir betreten gemeinsam die Tanzfläche. Ich? Es so sehr. Als sie zu tanzen beginnen, sind die Blicke sämtlicher Wächterinnen und Wächter auf uns gerichtet. Why? Mich in seinen Armen wiederzufinden, jagt mir einen köstlichen Schauer über den Rücken. Sie haben mir schon gefehlt. Lance führt mich sicher über die Tanzfläche. Er versteht sein Handwerk. In diesem Moment finde ich ihn noch schöner als je zuvor. Er bemerkt meinen Blick und schenkt mir ein zögerliches Lächeln. Sag ruhig, wenn ich etwas zu dominant bin. Ich möchte, dass du dominant bist. Das ist ja das Problem, Lance. Absolut nicht. Alles ist perfekt. Du bist perfekt. Exactly. Perfekt. In deinen Kopf rein. Okay? In deinen Kopf. Er beugt sich zu mir herab. Mein Herz rast, als seine Lippen in meinen Nerv kommen. Ah. Diese Episode spielt in meinem Herz. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Gerührt erwidere ich seinen Kuss, kann eine gewisse Erregung jedoch nicht unterdrücken. Nach und nach gesellen sich weitere Paare zu uns auf die Tanzfläche. Nevra fordert seinerseits Huang Chu auf. Wow! Wir tanzen minutenlang eng umschlungen. Nach einer Weile wird die Musik beschwingter. Die Tänzerinnen und Tänzer trennen sich. Der Moment für Gruppentänze ist gekommen. Alle Gäste bildeten einen Kreis. Evelyn nimmt Karutos Hand, der wiederum Camerias. Und ich finde mich ganz automatisch inmitten meiner Missionspartner wieder. Ich gebe mein Bestes, um den Schritten der Eldarianer und der mitreißenden Musik zu folgen. Wobei ich jedoch ziemlich schnell merke, dass jeder seine eigene Choreografie improvisiert. Ja, natürlich. Und ihr glaubt tatsächlich, ich lasse euch jetzt ohne das Bild? Natürlich lasse ich euch ohne aus.
Das Resultat ist ein sehr fröhlicher, wenn auch ziemlich chaotischer Reigen. Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott, wie knuffig! Oh, das ist so knuffig. Also mit... Wir tanzen jetzt mit den ganzen Jungs. Ja. Wir tanzen mit den ganzen Jungs. Now that's something, alright. Nee, das ist viel zu knuffig. Karin und Chrome scheinen sich jedenfalls gut zu amüsieren. So tanzen wir eine ganze Weile miteinander. Eine halbe Stunde. Vielleicht auch eine ganze. Irgendwann werde ich müde und erneut vom Hunger gepackt. Bevor das nächste Lied angestimmt wird, trenne ich mich von meinem Tanzpartner und näher mich dem Buffet. Nevra geht zum Lounge und bietet ihm einen Drink an. Ich find's so süß, wie gut sie sich befreundet haben. Sieht ganz so aus, als würde ich allein essen. Emona, wie geht es dir? Du siehst hungrig aus. Ja, ich konnte Lance nicht haben, jetzt bediene ich mich halt am Buffet. Ich nehme mir die Zeit, das Küchlein, das ich mir als Ganzes in den Mund geschoben habe, hinunterzuschlucken, bevor ich antworte. Ehrlich gesagt habe ich den ganzen Tag über keine Zeit zum Essen gehabt. Ich bin Feng Zifu auf dem Weg zur Kantine begegnet. Kurz fasse ich meinen Plan zusammen und wie ich ihn in die Tat umgesetzt habe. Wir wollten doch nur, dass sie sich finden. Interessant. Du hast hier durchtrieben, als ich gedacht hätte. Das ist möglich, aber du wirst zugeben, dass es einen guten Zweck gedient hat. Oh, ich stelle deine Absichten nicht in Frage. Oh mein Gott, Karuto! Hallo, Chefin. Hallo, Simona. Wie geht's? Mein Kuchen schmeckt dir? Scheint dir zu schmecken. Sehr lecker, aber die kenne ich noch gar nicht. Hast du die schon mal gemacht? Ganz ehrlich, ich bin so hungrig, dass ich mit Freunden kriege. Wir sind einfach himmlisch, Karuto. Du kochst ja immer sehr gut, aber heute hast du dich selbst übertroffen. Ich danke dir. Es ist ein Rezept, das ich von Feng Zifu gelernt habe. Na sowas. Hattet ihr beide einen schönen Tag. Er ist ausgezeichnet und sogar... Ich wusste nicht, dass er so viel Humor hat. Ich liebe es. Außerdem sind seine Rezepte... Ich meine, du hast ja gerade eins probiert. Sie sind exquisit. Es war wirklich... Wir haben uns wirklich gut verstanden. Zumindest kam es mir so vor. Ich weiß nicht, ob er sich genauso amüsiert hat wie ich. Aber ich denke, ich hoffe, er hat eine schöne Zeit. Oh, Karuto, you are so cute. Bei ihm weiß man das ja nie so genau. Oh, weil ihr wisst, Alter, wie ihr wisst, Alter, seine Gefühle nicht sonderlich gerne mit. Seh mal einer an. Wenn mich nicht alles täuscht, wird Sif bei der Musik gerade abgelöst. Stimmen wir jetzt Karuto zu zweit auf die Tanzfläche? Ich weiß hier. Tatsächlich nimmt eine Wächterin der Absinth gerade sein Instrument entgegen und stimmt eine neue Melodie an. Wenn ihn jemand zum Tanzen auffordern wollte, wäre wohl jetzt der richtige Zeitpunkt. Karuto errötet und sieht sich nervös nach allen Seiten um. Sir, müssen wir dich wirklich schubsen? Meinst du, ich weiß nicht, ob... Also ich nehme an, du meinst nicht damit. Nein. Ich soll ihn auffordern. Das war schon in Episode 7 so, Sir. Ja, ich spreche von dir. Der Zeitpunkt scheint mir besser, besonders günstig zu sein. Vielleicht hast du recht. Vielleicht bekomme ich so eine Gelegenheit nicht noch einmal bevor. An deiner Stelle werde ich jetzt meinen gesamten Mut zusammennehmen. Doch ich gehe davon aus, dass du so eine Chance vielleicht nicht wiederbekommst. Ja, ich werde ihn auffordern. Es ist Zeit. Danke, Hua. Ich gehe dann mal. Haltet mir einen Drink bereit, falls er nein. Er wird nicht nein sagen. Ich bin zu 1000% sicher. Der Satyr geht mit unsicheren Schritten zu Feng Zifu hinüber. Wir beobachten, wie er mit ihm spricht. Ein Lächeln erhält das Gesicht des Feng. Ah, sorry. Ah, ich hab ja schon angefangen, die beiden zu schippen. Ich meine. Jetzt ist mein Chip endlich da. Die beiden Männer betreten die Tanzfläche. Let's go. Ich muss zugeben, dass es mich nicht kalt lässt, die beiden tanzen zu sehen. Karuto ist äußerst sanft, rücksichtsvoll und vorsichtig. Als hätte er Angst, Feng Zifu zu verletzen. Dieser lässt sich mit einem Lächeln auf den Lippen führen. Wie lange habe ich darauf gewartet, das zu sehen? Same sis. Sie greift nach zwei Gläsern und reicht mir eins davon, um mit ihr anzustehen. I feel you. Mit einem Mal bricht die Nacht herein und die Laternen entzünden sich von selbst.
Ich nehme an, Sie sind verzaubert oder sowas in der Art. Wir schauen den Tänzer noch eine Weile schweigend zu. Dann räusperte ich mich. Ich muss mit Huang Hua über meine Vision sprechen. Huang Hua, vorhin als ich in meinem Zimmer war, hatte ich... Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Vision war. Zuerst habe ich es für einen Schwächeanfall gehalten. Aber Ophelia ist erschienen und sie hat mir etwas gezeigt. Hast du diesmal nicht meditiert? Beim letzten Mal hast du meditiert. Diesmal nicht. Sie sagte, dass unsere Verbindung immer stärker wird. Und was hat sie dir gezeigt? Etwas Ermutigendes? Nein, ich habe wieder gesehen, wie Eldar hier zerstört wurde. Die Stadt, das Ekeo. Am Waldrand klaffte ein riesiger Spalt. Alle Fairies haben ihn durchquert, bevor die Welt unterging. Oh, der Blick! Da war jemand. Jemand schien den Spalt offen zu halten. Oder verhinderte zumindest, dass der Spalt die ganze Stadt verschlang. Ich weiß es nicht. Die Feng Huang kneift leicht die Augen zusammen. Meine Worte scheinen ihr etwas zu sagen. Ich weiß nicht, um wen es sich dabei handeln könnte. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, ob es wirklich passieren wird. Als ich es sah, erschien es mir völlig real. Aber sobald ich wieder zu mir kam, war ich mir nicht mehr sicher. Huang Hua schweigt. Ich weiß nicht, ob. Was hältst du von der Sache? Sollten wir fliehen? Zur Erde? Ich glaube, die Geschichte ist bereits in vollem Gange. Wir können sie nicht mehr aufhalten. Altaria wird verschwinden. Die Fairies werden in ihre Heimatwelt zurückkehren. Yes! Aber nicht sofort. Wir haben noch etwas Zeit. Wir werden das alles morgen besprechen. Ich werde mit Aldaric ein paar Worte wechseln. Keine Sorge, ich nehme deine Vision nicht auf die leichte Schulter. Iss, tanz, trink. Morgen früh müssen wir handeln. Ich runzle die Stirn. Ich weiß, dass sie versucht, beruhigend zu wirken. Aber ich kann nicht behaupten, dass es den gewünschten Effekt zeigt. Okay, und hier mache ich einen Cut. Oh mein Gott, diese Part war so knuffig, Mann. Chrome und Karin, die sind so cute. Ich liebe diese beiden mit meinem ganzen Herzen. Wir hatten einen süßen Moment mit Lance, because es muss sein. Und Nevra ist eiskalt iconic. Er ist so iconic. Der hat gesagt, ja, du musst mit dem Kerl deiner Träume tanzen. Also habe ich Lance schon mal hier rüber gewunken. Ich liebe Nora. Wie gesagt, seine Route kommt noch. Seine Route kommt noch. Auf jeden Fall, ja. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.